Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Wunschvideo, ne, von der lieben Foxy Fox. Und zwar, wie soll ich sagen, es ist ein kleines Projekt. Sie hat mir Bilder von so ein paar Monolidschatten von sich geschickt und was war es noch? Rouge und, jetzt muss ich gucken, was ich vor mir liegen habe. Und Lippenstift bzw. Lipglosse und hat zu mir gesagt, und ich soll ihr nun da draus was sagen, was sie schminken soll. Andersrum haben wir das auch gemacht. Ich habe ihr von allen drei Sachen verschiedene Bilder geschickt und sie hat mir gesagt, du nimmst den, den, den und den und das und das machst du jetzt da draus. Ich habe nun ihre Wunschsachen vor mir liegen, werde die euch natürlich auch alle zeigen. Ich habe bis jetzt wirklich nur, ich sag mal, die Grundierung drauf, ne? Also Make-up und konturiert habe ich schon, weil das war jetzt nicht mit da drin. Und nicht wundern über, vielleicht seht ihr das graue Ding, was ich hier anhabe. Also ich habe jetzt noch meine Home-Klamotten an, weil wir gehen nachher weg. Eine Freundin und ich fahren zu der ihrer Aussie-Züchterin, wo sie ihren Aussie her hat. Freue ich mich schon total drauf. Und da will ich ja nun auch nicht hingehen wie ein Schlumpf. Und da ziehe ich dann nachher was an, was dann nachher zum Make-up passt. Und dadurch, dass ich jetzt noch nicht weiß, wie das aussieht, habe ich jetzt erstmal noch meine Home-Klamotten an. Ja, also bitte entschuldigt, wie sie da nun aussieht, wie so Assi? Nee. Assi, na so schlimm ist es nun nicht, aber halt gemütlich. Nicht wahr? So, fangen wir mal an. Also, das ist dann auch im Übrigen eine Premiere für mich. Ich habe bis jetzt noch nie mit 4 Lidschatten gearbeitet. Ich hoffe, ich kriege das anständig hin. Ich arbeite nämlich immer nur mit 3. Kleinen Moment, ich muss mal nämlich greifen. Hier liegt meine Anleitung, wie die Füchsi was haben möchte. Sie hat ihr Video ja schon gedreht. Also ich fand, ich habe ja ein Bild von ihr bekommen, was ich euch natürlich nicht zeigen werde. Ich fand, ich habe ihr was ganz Ordentliches zusammengestellt, beziehungsweise, oder sie hat es einfach nur anständig umgesetzt und ich habe jetzt so voll die Panik, dass ich das nicht richtig hinkriege. So, also. So hat sie es übrigens auch geschrieben, ja. So, also. Ich liebe dich, Füchs. Sie möchte, dass ich ein Weihnachtsgeschenk von meinem Mann, und zwar den Kiko iTech Look Eyeshadow in der Farbe 102 für das komplette bewegliche Lid nehme. Das ist ja hier so ein... hier so. Hier unten ist ja dann die Farbe drin. Spiegel steht hier, genau hier, ja. Also nicht wundern, dass ich euch jetzt nicht angucke, sondern dass ich in den Spiegel gucke. Blindes etwas. Sehen, ob es mit der Vergrößerung besser geht, jetzt so ohne Brille. Das sehe ich ja gar nicht. Habe ich schon keine Brille auf? Ja, schön goldig. Ist schon besser so, ich schminke mich jetzt und stülpe mir nachher das Oberteil drüber. Nicht, dass das nachher nicht zusammenpasst. Ich habe mir auch extra, zeige ich euch dann auch, extra mal meine anständige Pinselsammlung mitgebracht, weil ich auch, also dieses Video, das hat ja so einige Premieren dann drauf, weil ich habe mir auch noch nicht mit einem, ja, also wenn ich mal aus dem Bild verschwinde, ich, wie gesagt, ich sehe euch ja leider nicht, wie ihr mich seht, wenn ich mal aus dem Bild verschwinde, tut es mir dann leid, aber, ohne Brille bin ich ja leider blind. Ich finde, man braucht ganz schön. Also die Pencils hätte ich mir ein bisschen schöner vorgestellt. Also man muss ziemlich häufig, finde ich. Ich will es ja auch gleichmäßig haben. Wenn ich aus dem Bild verschwinde, tut es mir echt leid. Ich
Ich muss ja ein bisschen, so klein wenig zumindest in dem Spiegel sehen, was ich tue. Man kann es auch blind schminken, ne? Weil ich bin blind. Ja, minus 3 und minus 3,4, 3,5. So, mal kurz gucken. Wimpern noch kurz ein bisschen, aber ansonsten ist das eine richtig, richtig, richtig schöne Farbe. Also die gefällt mir sehr gut. Die nehme ich ja jetzt auch das erste Mal. Ich habe sie euch ja bis jetzt nur beim Weihnachtsgeschenke-Video geswatcht. Also die ist, oh, das ist schön. Aber Gold trage ich eigentlich immer nur so zu Weihnachten. Das ist ja jetzt vorbei. So, erste Aufgabe erfüllt. Und ja, wird ja eh noch verblendet. So, jetzt kommt das nächste Elend. Ja, und zwar den Water Eyeshadow von Kiko und den äußeren Augenwinkel. Also das V. Auch aus meinem Weihnachtspaket war die Farbe 212, ein Water Eyeshadow von Kiko in einem, um Gottes Willen, kräftigen Petrol. So, den soll ich mir jetzt als V in den Augenwinkel machen. Das ist das, wo ich sagte, habe ich noch nie gemacht, nur ein V reinzusetzen. Ja. Gut. Muss ich mal gucken. Da nehme ich diese Seite hier von diesem wunderschönen, geilen Augen-Make-up-Pinsel von Rival de Loup Bars. Den finde ich toll. Also den finde ich hammergeil. Das ist Wahnsinn. Oder nehme ich doch lieber nur die kurze Seite? Wie macht sich das denn am besten? Wird diese ein bisschen stabiler. Okay. Da wollen wir mal. Huch, da ist ein Haar dran. Ein Loki-Haar oder so, ist ein Peaches-Haar. Beide haben weiß. Hm. Habe ich schon Angst? Na, wir gucken mal. Machen wir mal ein V. Oh je, oh Gott, Fix, was hast du denn da von mir verlangt? Okay, ich plappere gerade ein bisschen wenig. So, haben wir mal ein V gemalt. Ja, okay. Wird ja dann natürlich noch alles verblendet, aber ich bin hier drüben ein bisschen weit reingekommen. Ich habe das schon so oft gesehen, wie das geht, aber der Witz ist, ich habe das halt noch nie gemacht. Ich kriege das mal noch ein bisschen besser hin. So. Ah ja, okay. So, dann die nächste. Den lilafarbenen aus der Essence LE als Eyeliner oben. Das schmieren wir auch noch mit Lila rum. Also Füchsi, du siehst schon, ne? Also das ist nicht so schön wie bei dir.
Na da. Ja, Akku bald leer. Auch nicht jetzt, bitte. So, und zwar ist das das Lila. Und zwar war das die 02 Queen of the Amazonas aus der Essence Exeter Explorer LE. Habe ich von Füchsi zu Weihnachten gekriegt. Das wollte ich sagen, oder zum Geburtstag, aber Geburtstag ist ja noch nicht. Das ist ja jetzt erst in 2 Wochen. Kriege ich das nächste Paket. So, na dann. Eyeliner weiß ich jetzt nicht, wie gesagt, ob ich draus verschwinde aus dem Bild, aber das muss ich richtig sehen. Was ich da mache. Okay. Aha. In der Hinsicht scheine ich etwas talentfrei zu sein, mit Lidschatten mir einzuziehen. Normal brauche ich sonst nicht mehr festhalten und nichts, aber. Also irgendwie. Das Problem bei mir ist, ich kann kein Auge zumachen und eins auflassen. Habe ich noch nie gekonnt. Weiß ich nicht wieso. Bin ich zu dumm für. Oh, aber hübsch aussehen tut das. Ich weiß noch nicht, ob man den auch ein bisschen nass machen kann. Vielleicht aussehen tut das nicht. Das war ein bisschen dick vielleicht. Also das mit dem Gold und dem Lila gefällt mir gerade. Das mit dem Water Eyeshadow, mit dem Petrol jetzt zwar jetzt gerade im Moment noch nicht so unbedingt. Aber wir sind ja auch noch nicht fertig. Ach, siehst du? Jetzt ist es passiert, jetzt habe ich mir ins Auge gepiekt. Deswegen sage ich, ich kann das nicht ein Auge offen lassen und eins zu. Also falls ich jetzt aus dem Bild bin, entschuldigt bitte, aber diesen. Eyelinerstrich, das ist ein bisschen. Ich bin bestimmt gerade aus dem Bild. Ich sehe es nicht, durchziehe mich. So, oh, Eureka. Das hätten wir auch. So, und jetzt soll ich alles mit dem 03 Apricot Coccato, ebenfalls aus der Exit to Explorer LE verblenden. Na, da werde ich mir das mal angucken. Und zwar, nein, das ist er nicht. Ich habe ja hier ein richtig schönes Etui von Kron. Ja, sind meine Pinselchen drin. Sind jetzt natürlich gerade nicht alle drin. Der Lippenpinsel, der ist im Bad. Die anderen liegen ja jetzt gerade hier. Und dann nehmen wir einen Verblendepinsel. Ich habe die auch immer wieder noch schön in der Originalhülle drin. Och, das piekt jetzt richtig im Auge. So, obwohl ich da eigentlich den zum Verblenden jetzt schöner finde. Blöderweise habe ich da jetzt hier nur den. Na, mal sehen, vielleicht funktioniert es. Grün kriege ich jetzt eigentlich jetzt hier gerade nicht mehr ab. Machen wir es mal lieber mit dem hier. Ich fand die Aufmachung ja auch so hübsch, wirklich so paradiesmäßig. Ach ja, na dann machen wir mal. Wie gesagt, mit einem anderen Ton verblenden, so direkt mache ich das ja nun eigentlich überhaupt nicht. Alles ineinander, etwas verblenden. Also ich finde da, ich mache das mal bis, damit das nicht so komisch aussieht, bis unter der Augenbraue. Ich finde, da nimmt er ziemlich viel von dem Aprikot weg. Quatsch, nicht von dem Aprikot, wie blöde, von dem Petrol. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht.
Ich sehe dir das richtig. Ich gucke das Video eh vorher nochmal probe. So. Ich glaube, mit dem Petrol arbeite ich auch immer noch ein bisschen nach. Ich gucke mir zwar das gleich nochmal mit Spiegel schon, mit Brille an. Moment, sind die jetzt mal kurz ihre Brille auf? Ja. So sieht das eigentlich ganz hübsch aus, aber ich finde, das Petrol hat jetzt dadurch ziemlich abgenommen. Obwohl das jetzt der Schimmer, der ist jetzt so richtig schön mit hier hochgezogen. Also das sieht schon hübsch aus, aber ich finde, ich mit dem Petrol nochmal nacharbeite ein bisschen und das dann nachher nochmal vorbei. Also gerade, ich finde persönlich rechts, also rechts hat es am meisten jetzt gelitten. Links ist noch was da, wo ich es eigentlich besser hingekriegt habe, ist V. Dadurch wirkt es auch ein bisschen mysteriös irgendwie, hä? Also das ist dann nachher jetzt noch so ein ganz leichter grüner Schimmer so irgendwie. Das ist nochmal ein bisschen nacharbeiten. Jetzt finde ich es echt ganz schön. Mal sehen, was ich dazu anziehe. So. So, von einem Eyeliner unten hat sie nichts gesagt. Also sind wir jetzt mit den Augen eigentlich fertig. So, als Blush hat sie sich gewünscht aus der Naughty Girl Reihe, den habe ich ja auch von ihr bekommen, und zwar die 01 And Shores Away. Die hatten ja auch so hübsche Prints drin, hatte ich euch ja auch bis jetzt nur einmal geswatcht, wo ich es damals bekommen habe. Verzeihung. So, dann bin ich aber erstmal kurz vorsichtig und nehme erstmal kurz den Finger und versuche mal nur an der Seite. Und nicht hier gleich in meinen schönen Anker, dass der Anker noch ein bisschen da bleibt. Und verblende das bisschen mit dem Fingerchen erst einmal. Mal gucken, ob ich überhaupt einen Blushpinsel jetzt noch hier drin hatte. Weil eigentlich habe ich noch einen Puderpinsel im Bad. Ich mache das immer schön auf der Schläfe hoch. Machen andere ja auch. So, gucken wir mal kurz. Das wird zwar jetzt eigentlich nicht, aber ist ja egal. Das wäre eigentlich der Puderpinsel. Andersrum, ne? Ich habe einen Blushpinsel habe ich im Bad. So, noch scheiße gelabert hier. Unsinn, Verzeihung, nicht dieses andere schwerwiegendere Wort. So. Also er ist wirklich Gott sei Dank nicht so intensiv schlimm rot, wie ich das erst befürchtet hatte. Normal denkt man ja erst bei der Farbe, oh mein Gott. Aber naja. So, und dann ist es leider schon durch einen kleinen hündischen Unfall etwas beschädigt. Den habe ich auch von ihr bekommen. Und zwar von Essence aus der Good Girl Bad Girl LE. Und zwar diesen hübschen Lipgloss hier. Unfall deshalb, weil da ist ein Hundezähnchen dran gekommen und hat hier oben ein kleines Loch reingebissen. So, das war die 02 Good Girls Wear Peach. Sagt ja schon alles, also habe ich dann gleich einen peachigen Ton auf den Lippen. Es schreit eigentlich nach Frühling. Sieht nicht schlecht aus, Fixie. Ich denke mal, ich habe das auch ganz gut hingekriegt, mit 4 Tönen zu arbeiten. Und der riecht sehr gut. Warte mal, jetzt kann ich hier die Brille aufsetzen. Ach ja.
scheint wenigstens auch der Sonne. Habe ich gleich gesagt, jetzt drehen wir schnell. Oh, der Geruch ist toll, aber ich habe irgendwie... Aber der Geruch erinnert mich auch an irgendwas. Also irgendeinen Lippenstift habe ich auch, der so riecht. So einen habe ich. Ich komme jetzt nur gerade nicht drauf, welcher das ist, der schon so lecker riecht. So! Immer kleine Fehlerchen noch ausbügeln. Hier ist mir was abgehauen. So. Also ich finde es ganz hübsch, aber irgendwie fehlt mir... Naja, Wimperntuschen muss ich ja auch noch. Die war allerdings nicht vorgegeben. Da benutze ich im Moment die... Ex-Eiting Lashes Mascara von Rival de Loup. Mittlerweile haben wir uns angefreundet, aber am Anfang war ich überhaupt nicht begeistert. Also die hat mir keinen Schwung gemacht, kein nix, und dann habe ich auch gedroht. Ich bin nicht weg, Mensch. Dann habe ich sie bedroht und habe ihr gesagt, ich würde sie, wenn sie nicht funktioniert, ins Trashpäckchen von Uli packen. Komischerweise hat es dann funktioniert. Haben Mascaras Gefühle? Kluge Frage. Also wie gesagt, das war sehr, sehr, sehr komisch. Und jetzt muss ich wirklich sagen, man sieht sofort einen Unterschied. Ne? Nicht getuscht, getuscht und nur einmal. Und am Anfang, sie tat gar nichts. Nichts, überhaupt nichts hat das Luder für mich gemacht. Gar nicht. Scheiße, jetzt habe ich mich angebitscht. Ja, so ist das. Darüber werde ich meine Doktorarbeit schreiben. Mascaras, Gefühle, ja oder nein? Mascara, ein missverstandenes Produkt. Mhm. Das wird, oh Gott, damit gewinne ich einen Nobelpreis. Den Literaturnobelpreis so. Was kaufen alle Frauen der Welt? Das gefällt mir, um ehrlich zu sein. Ach, sind die ehrlich. Und die Wimpern vergessen. Mittlerweile verklebt sie auch nicht mehr so. Ich verstehe nicht. Füchsi hat zu mir gesagt, na, vielleicht muss das ja erst ein bisschen, wie hat sie denn gesagt? Luft ziehen? Irgendwie so, ich weiß nicht. Irgendwie so hatte sie das ausgedrückt. Vielleicht musste sie erst ein paar Mal mit Luft in Kontakt kommen. Also jetzt verklebt die nichts mehr und nichts. Und vorher war das Luder eine Katastrophe. Aber es lässt sich so an, als wird sie langsam leer. Also der Aprikoton, der gefällt mir ja richtig, richtig gut. Der fluoresziert so schön, weil ich habe mir bis unter der Augenbraue gezogen. Da gibt es so einen richtig schönen, oh, ich hoffe, ihr seht das richtig. Da gibt so einen richtig schönen Schimmer so über dem Auge. Der ist sehr, sehr hübsch. Glutz. Der sieht doch schön aus. Dass ich das erste Mal dafür gearbeitet habe, so, finde ich es eigentlich gar nicht so übel. Gefällt mir richtig, richtig gut. So, und am Auge musst du nachher noch ein bisschen... Achso, warte mal, da war ja noch irgendwas mit innerem Augenwinkel. Den habe ich ja vergessen. Womit soll ich das denn machen? Und für den inneren Augenwinkel. Ach so. Moment. Deswegen kam mir das jetzt auch so komisch vor. Auch eine Art Pinsel zu säubern. Ich liebe den. Also ich...
Ich habe das, was ich jetzt eigentlich benutze für einen inneren Augenwinkel, das ist so ein runder Applikator, den habe ich jetzt nicht hier. Dann nehme ich auch immer den hier. Also das ist ja mein absoluter Favorit an Pinseln, die ich gerade da habe. Obwohl mir diese Box, na gut, so hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Das war ja der Oktober Schön für mich Box. Da war der ja drin. Und also für mich definitiv das beste Produkt. Den würde ich mir auch definitiv wieder nachkaufen. So, hier ist der inneren Augenwinkel. Aber ich glaube, ich werde trotzdem... Ich brauche nachher noch einen Lidstrich unten. Irgendwie ist mir das noch ein bisschen, wenn ich weiß nehme. Irgendwie stört mich da unten, das stört mich jetzt gerade noch, da fehlt mir irgendwas. Da fehlt mir irgendwie ein bisschen was, das sieht man noch ein bisschen... Haare muss ich selbstverständlich auch noch machen, ja, also... Aber die mache ich dann nachher immer zum Schluss, wenn ich mit dem Make-up komplett fertig bin. Also, hier nun das eigentlich sehr, sehr hübsche Ergebnis. Also mir gefällt das richtig, richtig gut. Na, ich guck mal näher. Also meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt das Ergebnis so gut wie mir. Füchsi, ich hoffe natürlich, dass dir deine Kombination auch richtig gut gefällt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.